Herzlich willkommen in unserem Bereich 42. Mein Name ist Georg Kraus. Mein Name ist Daniel Krones. Und heute wollen wir über das Thema Projekt Arten sprechen. Wenn wir mal im Detail drauf gucken, Georg, was gibt es denn aus deiner Sicht denn für Projektarten, die man unterscheiden kann? Grundsätzlich ist es ja so, dass kein Projekt dem anderen gleicht und somit schon so eine Frage im Raum steht, was verstehen wir denn unter Projektmanagement? Und da gibt es zwei Dimensionen, die eigentlich relevant sind, um ein Projekt von einer anderen Art von Aufgabe zu unterscheiden. Dazu zählt einmal die Neuartigkeit, das heißt, wie neu ist die Tätigkeit an sich, die ich durchführe, und auf der anderen Seite die Komplexität, das heißt, wie viel Aufwand habe ich denn eigentlich damit? Und wenn wir uns mal diese verschiedenen Dimensionen anschauen, kann man Projekte in vier verschiedene Kategorien einteilen. Das sind einmal Projekte, die eine relativ niedrige Neuartigkeit haben und auch nicht so komplex sind. Hier redet man dann über Standardprojekten, aber auch über die Frage, ob es sich hierbei überhaupt um ein Projekt handelt oder ob es nicht vielmehr ein Prozess ist. Das heißt, ein Verfahren, der gar nicht mehr über Projektmanagement abgewickelt werden sollte, sondern vielmehr in die Routine, in die Standardtätigkeit des Unternehmens einfließen sollte. Dann gibt es die Kategorie der Projekte, die jetzt auch nicht so neuartig sind, aber eine relativ große Komplexität haben. Beispiel wäre eine große Software-Einführung, die jetzt nicht zum ersten Mal in Unternehmen gemacht wird, aber vielleicht für dieses spezielle Unternehmen doch eine große Herausforderung ist, wo viel organisiert und viel gemanagt werden muss. Hier reden wir über die Kategorie der komplexen Projekte, der sogenannten Großprojekte. Dann gibt es noch die Kategorie der Projekte, die sehr neuartig sind, nicht unbedingt sehr komplex sind, aber so neuartig sind, dass es auch sehr schwer ist, diese richtig zu planen. Ja, wenn Sie ein Vorhaben angehen, das Sie so noch nie gemacht haben, können Sie vielleicht auch gar nicht sagen, was rauskommen wird. Und somit hier die Problematik darin steckt, wie Sie dieses überhaupt managen und planen sollen. Hier redet man dann über Forschungsprojekte, oft auch über Innovationsprojekte, die eine ganz, ganz besondere Methodik des Projektmanagements mit sich bringen. Und dann gibt es noch die Kategorie der sehr neuartigen und sehr komplexen Projekte. Das wären dann sogenannte Pionierprojekte, also Vorhaben, die eine hohe Komplexität verbunden mit einer hohen Neuartigkeit mit sich bringen. Da sind dann auch oft die Grenzen des Projektmanagements erreicht, weil man oft nur bedingt oder nur Teile davon planen kann und die Komplexität auch ein immer wiederkehrendes Anpassen an die Realität auch mit sich bringt. Und daher spricht man hier dann auch gerne über Change-Projekte oder Veränderungsprojekte. Das klassische Projektmanagement, also das Managen von Projekten, ist etwas, was sich hier in der linken Kategorie sehr stark auch aufhält, nämlich in dem Organisieren von komplexen Projekten oder dem Organisieren von vielen, vielen Standardprojekten. Da ist Projektmanagement sehr gut dafür geeignet. Je neuartiger die Projekte sind, je mehr sie Unplanbarkeit mit sich bringen, desto schwieriger wird es dann auch, die Standardmethoden des Projektmanagements anzuwenden. Daher dann hier auch neben dem Projektmanagement, gerade jetzt bei Forschungsprojekten oder bei Change-Projekten, nochmal das Anwenden von zusätzlichen Methoden. Vielleicht hast du hier gerade, Georg, für die letzten beiden Kategorien noch aus deiner Erfahrung heraus ein paar Tipps und Tricks oder Kniffe, die du den Projektleitern mitgeben kannst, gerade für diese sehr speziellen Aufgaben, für diese sehr neuartigen Aufgaben, wo die Standardverfahren aus dem oder die Standardabläufe aus dem Projektmanagement vielleicht nicht immer so greifen, weil sie eben so sehr neuartig sind. Wo in den Großprojekten oder Standardprojekten die Planbarkeit und die Aussagenzuverlässigkeit im Raum steht, ist es so, dass bei den neuartigen Projekten die Aussagenzuverlässigkeit sehr stark reduziert ist. Das heißt, die
Empfehlung ist, dass die Art der Zusammenarbeit zwischen Auftraggeber und Projektleiter anders sein muss. Der Projektleiter und der Auftraggeber, beide müssen verstehen, dass es eher immer nur Hypothesen sind, die sie auf die Zukunft formulieren und dass sie somit in einem permanenten Dialog über die Entwicklung des Projektes stehen müssen. Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, gucken wir mal auf den Grad der Neuartigkeit von links nach rechts, der zunimmt, könnte man auch sagen, die Bedeutung des Änderungsmanagements im Rahmen eines Projekts nimmt von links nach rechts auch enorm zu. Kann, muss nicht. Gerade auch bei Standardprojekten oder Großprojekten ist das Änderungsmanagement, was ja dann dort eher so als Claim Management auch genannt wird, sehr, sehr wichtig, weil die vielen Änderungswünsche auch in Standardprojekten ein Projekt sehr schnell kaputt machen kann. Bei neuartigen Projekten reden wir mehr über das Expectation Management, also dem Umgang mit dem Ungewissen, mit den Erwartungen, die damit verbunden werden und dem permanenten Anpassen an eine neue Realität, die sich ergibt. Ja, vielen Dank für deine Ausführungen und Erklärungen, Georg. Gern geschehen, Daniel. Und in unserem nächsten 42er-Beitrag sprechen wir über das Thema Grundlagen der Projektplanung.